Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Avanti on Tour und auch herzlich willkommen hier wieder bei Niesmann Caravaning in Polch. Heute habe ich mal für euch eine Einsteigerklasse von Sunlight, den V60. Das ist meines Wissens der kleinste teilintegrierte, aber halt in kompakten Ausmaßen wie ein Van, wie ein Kastenwagen. Und den zeige ich euch mal in diesem Video. Wer generell noch Bedarf hat, der findet im Moment in Polch hier eine riesige Auswahl an Sunlight. Aber es stehen auch noch genug Bürstner und Hümer-Fahrzeuge hier rum. Ja, bei diesem Video soll es um den V60 gehen. Hier hinter mir in der Adventure Edition. 2,14 Meter breit, das Ganze unter 6 Meter Länge. Querbett hinten und was der so kann, zeige ich euch jetzt mal. Jo, kleines, knubbeliges Fahrzeug. Das Ganze auf einem Citroën. Ja, V-Klasse bei Sunlight, seht ihr hier. Das sind die schmalen Teilintegrierten, ne? Die tragen gegenüber dem Aufbau gar nicht so auf, beziehungsweise der Aufbau trägt die gar nicht so auf. Wir haben mittlerweile auch ein Skyview bei der V-Klasse, das gab es, ich glaube, vor ein, zwei Jahren noch nicht. Ja, ihr seht hier die Adventure-Beklebung. Ja, der Monk stört sich ja schon seit Jahren an diesen, Fugen da oben. Aber ich sag's mal positiv, lieber man trägt die Dichtmasse etwas dicker auf. Dafür ist sie dicht. Schön. Ist da allerdings anders. Der Sunlight-Schriftzug ist jetzt hier mit dem Modell ja weggefallen. Dafür haben wir aber bei der Adventure Edition hier auch die Markise. Wir haben den schwarzen Thule-Fahrradträger und auch den neuen Heckleuchtenträger, der mir richtig gut gefällt. Den gibt es auch auf den normalen T-Modellen da hinten auch. Das ist jetzt einheitlich. Ja, wir haben jede Menge Service-Klappen, die gucken wir uns gleich mal an und wir haben natürlich einen extrem kurzen Hecküberhang. Also ein ziemlich kompaktes Fahrzeug und auch der Radstand, der ist nicht wild. Schicke Alufelgen sind auch dran. Das Ganze natürlich auf dem Leitchassis, das ist klar. Da braucht es auch kein Heavy. Vorgehangene Fenster sparen auch ein bisschen Geld. Im Gesamten und da oben haben wir noch eine LED-Außenleuchte. Und die Tür sieht irgendwie anders aus als sonst. Die ist nämlich hier bei dem V-Klasse-Modell irgendwie oben ziemlich eckig. Ne? Im Vergleich zu der T-Klasse ist das eine andere Tür. Gut, schauen wir uns mal das Fahrzeug von innen an. Ja, und da sieht man auch, da ist dann auch wieder gespart worden. Ne? Die Tür ist nämlich innen, sagen wir mal, auf das Wesentlichste reduziert, nämlich auf die Tür. Hier zum Vergleich die Tür bei einer T-Klasse. Jo, ansonsten. Drittstufe ist da und jetzt gehen wir mal rein. Ja, die Kiste hier ist echt kompakt, knuffig, aber macht jetzt hier innen drin auch nicht unbedingt einen engen Eindruck. Das will ich jetzt nicht sagen. Also ich habe hier wirklich Platz drin. Aber von der Stehhöhe, ne, ich bin jetzt 1,86. Da ist noch ein bisschen Luft. Also 1,95 müsste hier auf jeden Fall an Stehhöhe drin sein. Ich kann mich hier genug bewegen und ich denke mal, der ist eher so für einen Alleinreisenden oder für zwei Kleine. Sieht man nachher auch am Bett, finde ich den ideal. So, hier mal nach vorne. Ich glaube, ich muss euch jetzt wirklich hier vorne den Citroën nicht mehr vorstellen. Ne? Das ist gefühlt, seit ich Videos mache, hat sich da nichts verändert. Ja, Polsterstoff ist auch gleich geblieben. Aber wie gesagt, das hier gab es, glaube ich, in den letzten Jahren nicht für Geld und gute Worte in der V-Klasse. Hat man jetzt drin. Na, da oben hat es da noch so ein paar kleine Ablagen. Und da auf der Fahrerseite auch. Ja, hier vorne verzichtet man komplett auf Faltrollos und setzt stattdessen hier oben auf einen Vorhang, auf einen zweiteiligen. Ich finde, das ist kein Nachteil. Ich bin kein Freund dieser Remis Faltrollos. Ich liebe unsere Vorhänge, ne, den Wintervorhang, den Sommervorhang. Und das ist ruckzuck. Klappert nicht, rappelt nicht, wackelt nicht. Und geht auch nicht kaputt. Tja, jetzt mal der Blick hier auf die Dinette. Hier kriegst du vier Leute problemlos hin. Und da der Blick dann hinten Richtung Querbett. Kommen wir aber gleich noch hin. Neben dem Eingang haben wir einen Kleiderschrank. Sogar beleuchtet. Da geht auch einiges
rein. Da unten ist nochmal ein Einlegeboden. Da kann man mal rausmachen. Und da drüber ist noch ein Schrank. Ja. Nö, das sieht gut aus. Das gefällt mir auch von der Holzverarbeitung her. Also, ich finde auch, sie haben in der V-Klasse deutlich weniger offene Möbelverbinder als in der T-Klasse. Keine Ahnung. Kann mich täuschen. Tja, Mückenschutztür haben wir auch. Also schön leichtgängig. Darüber haben wir dann die Bordelektrik, aber auch hier wirklich nur das nötigste Bedienpanel. Ganz einfache Droma-Kombi. Und der Wärmesensor. An der Sitzgruppe haben wir Doppel-USB und Lichtschalter, aber kein 230 Volt. Aber Moment, der sitzt da unten über dem Heizungsausströmer. Einen großen Oberschrank. Leider fehlt mir hier ein Einlegeboden. Und da wird es schwer, das in der Höhe dann noch auszunutzen. Insgesamt fehlt mir hier vorne irgendwie noch im Bereich über der Sitzgruppe eine Deckenleuchte. Das ist zwar gemütlich, kuschelig, dunkel, weil die einzige Deckenleuchte ist da über dem Eingang. Aber hier haben wir nur die beiden Spots. Mehr ist hier nicht. Tja, die Küche finde ich für das kleine Auto eigentlich riesig. Wir haben zwei Oberschränke. Ja, die haben dann auch einen Einlegeboden. Warum macht man den denn dann nicht da drüben noch hin? Kann doch keine 20 Euro kosten. Ja. Darunter haben wir einen Herd. So sieht der aus. Auch hier mittlerweile mit Piezozündung. Und das Ganze schön abwaschbar. Ne? Den Herd kann man dann direkt in die Spüle reinsäubern. Super Sache. Tja, Kühlschranktür. Ist da begrenzt durch das Sitzpolster, also der Öffnungswinkel. Ne? Der Kühlschrank an sich, der ist okay. Aber mal gerade vorne von der Sitzgruppe noch gerade beim Frühstück irgendwas holen, das funktioniert nicht. Da muss man aufstehen. Ne? Wäre vielleicht eine Idee gewesen, den Kühlschrank hier vorne auf die Ecke zu setzen. Aber ob das ohne großen Aufwand machbar ist, wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben einen Unterschrank mit Mülleimer. Da haben wir noch einen Einlegeboden mit Rüttelkante und hier oben drüber, wie immer bei Sunlight, auch noch Carado, sitzen die Absperrhähne. Und wir haben eine Besteckschublade. Glock mit Softclose. Da drüber, selber gucken, einmal 12 Volt und einmal 230 Volt. Ja, und hier unterm Bett haben wir noch einen riesigen Kleiderschrank. Da müssen wir aber jetzt mal reinkrabbeln. Ne? Weil der ist richtig riesig. Also da gibt es nichts. Könnt ihr mich sehen? Also hier ist richtig Platz drin. Guckt euch das mal an. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ne? Da ist noch ein Regalboden. Da oben ist eine Kleiderstange. Und hier hat man auch noch ein paar Regälchen. Ne? Darunter sitzt dann der Frostwächter. Also hier ist auch noch mal Platz satt für Jacken und so weiter. Hier noch ein paar Boxen hingestellt. Lässt sich der Raum auch noch gut nutzen. Also, das hier fällt mir gut. Machen wir mal zu. Und ja, darüber haben wir jetzt das Querbett. Und um da hinzukommen, muss man entweder sportlich sein oder man nutzt die Leiter. Und dann sieht das hier hinten so aus, das verbreitert sich zum Kopfende hin. Ja, Bettenmaße seht ihr wie immer eingeblendet. Da oben haben wir noch eine offene Ablage. Ja, da könnte man Filzkörbchen noch machen oder hinstellen. Da haben wir noch zwei Oberschränke, aber hier oben keine USB-Möglichkeiten. Also hier ist nichts zum Laden. Die Rückfahrkamera ist aber schon das Kabel verlegt. Das Ganze auf einem ordentlichen Lattenrost, wofür man jetzt hier noch eine Absturzsicherung reingesetzt hat. Keine Ahnung, wird vielleicht Vorschrift sein. Jo, es scheint in Deutschland irgendeine Vorschrift zu geben, die diese Absturzsicherungen da vorsieht. Also bitte, wer soll durch dieses Fenster passen? Ne? Aber wir haben da eine Dachluke 40 auf 40. Alles gut, und da hinten ist noch eine Zwangsentlüftung.
die ist dann natürlich nachts hell. So, jetzt schauen wir mal noch ins Bad. Ja, das ist das Standardbad bei Sunlight als Schwenkbad ausgelegt. Hier ist auch Platz genug, ne? Also für so ein kleines Auto. Ja. Da haben wir einen Schrank. Ja, und auch hier von der Stehhöhe her kann man jetzt auch nicht meckern. Vor allen Dingen, ich habe jetzt das Lattenrost unten noch drin. Das Lattenrost, sage ich schon, dieses Holzrost. Das kann man ja dann rausnehmen und dann kommt man noch mal ein Stück weiter runter. Also, das reicht. Ja, und auch sonst fürs tägliche Geschäft will ich hier nicht meckern. Hier hat man also noch leidlich Ellenbogenfreiheit. Das habe ich schon in der Fahrzeuggröße enger erlebt. Da gibt es nichts. Und jetzt wollen wir mal duschen. Ja, und das ist ganz einfach. Dazu löst man das Ding hier. Ups. Und ja, dann klappt das hier rum. Ja. Und jetzt gehen wir mal rein. Ja, dann schließt man hier die Tür. Ah, das habe ich noch nie gezeigt, ne? Bitte jetzt den Fischaugeneffekt etwas zu entschuldigen, aber das geht jetzt echt nur noch mit einer Actioncam. Jetzt haben wir hier diesen Riegel und klappen das Teil hier rüber. Aber vorher muss der Klo da weg. So, und jetzt haben wir hier eigentlich eine feste Dusche. Da haben wir die Duscharmatur. Also, da ist jetzt echt Platz ohne Ende und das Ding ist komplett wasserdicht. Ne? Also es ist komplett abwaschbar. Also sehr schnell nachher trocken zu machen. Also nichts für Menschen mit Platzangst. Ne? Versteht mich nicht falsch, da ist Platz ohne Ende. Aber man ist dann durch diese vier Wände doch ziemlich zugebaut. Ne? Aber super gemacht. Ja, hier ist auch nochmal mit diesem Stoff, dass da nichts an die Scharniere kommt. Also super gemacht. Jo, und dann klappt man das wieder rüber. So. Doch, das ist der Lichtschalter. Tja, mehr haben wir hier nicht, ne? Jo, ansonsten soll es das hier im Innenraum gewesen sein, ne? Der Monk in mir. Seht's mir nach. Ihr wisst, was ich meine, ne? Die Kleiderhaken sind nicht auf gleicher Höhe. Ah, wie kann man nur. Egal. Jetzt gehen wir mal in den Heckstauraum. Ja, der ist jetzt natürlich nichts für zwei E-Mountainbikes. Bestenfalls ein Rennrad, würde ich sagen. Deshalb, also, ich finde den für einen allein, finde ich den richtig schnucklig. Na, da hinten noch ein Fahrrad rein. Top. Verzurschienen haben wir jede Menge. Wir haben noch eine Steckdose. Heizungsausströmer haben wir da oben. Also, das reicht. Ja, hier haben wir einen Blick von der anderen Seite. Also, das ist okay. Muss ich aber sagen, das Auto hat 5,95. Ne? Also, da kann ich nicht noch einen riesen Heckstauraum erwarten. Da haben wir noch Platz für zwei Elfer. Na, gut, der ganze Rest wird noch eingebaut hier oben bei Niesmann. Ne? Da fehlt ja doch noch ein bisschen was. Ja, lasse ich gelten. Also, da sitzt das Ganze unten in der Wanne. Das ist okay. Nö, gefällt mir. Und jetzt reden wir mal über Preise. Ja, wer jetzt natürlich von mir erwartet, dass ich jetzt irgendwas von 49.990 Euro hier vorlese. Aber sind nicht weit weg davon. 58.578 kostet das hier ausgestellte Fahrzeug. Ja, das Ganze nennt sich Sunlight V60 in der Adventure Edition, bedeutet Markise, Fahrradträger und diese Beklebung. Das Ganze auf einem Jumper mit 3,5 Tonnen sollte hier für das Auto auch reichen. Guckt da mal in den Konfigurator bei sunlight.de. Da könnt ihr auch gucken, wie viel Zuladung nachher noch übrig bleibt. Das Ganze auf einem 2,2 Liter Motor aufgebaut mit 140 PS, Euro 6D. Ein Schaltgetriebe, klar, da kann ich jetzt keine Automatik erwarten. Gäbe es im Citroen sowieso nicht. Ja, Wohnwelt Adventure, habt ihr gesehen. 16 Zoll Alufelgen für das Leitchassis. Wir haben die zweite Außenstauklappe. Wir haben das Fenster hier oben in der
Dachhaube, Markise Fahrradträger, Fliegengittertür, dann die Außenleuchte. Kabelvorbereitung für die Rückfahrkamera habe ich auch gezeigt. Spiegel mit Garderobenhaken, die in ungleicher Höhe montiert sind. Lederlenkrad, Lederschaltknauf, LED-Tagfahrlicht, blub, blub und das Holzrotz in der Dusche. Also, mehr ist hier nicht drin, aber reicht auch zunächst mal. Vielleicht noch eine Lithiumbatterie und dann ist man erstmal hier gut unterwegs. Das Ganze frei hier oben ab Polch für 58.500 Euro. Ansprechpartner hier oben bei Niesmann Caravaning ist der Yannick Ring. Den könnt ihr anschreiben oder anmailen oder anrufen. Dann macht er euch vielleicht noch ein Angebot mit einem kleinen Avanti und Tour Rabatt. Sprecht ihn ruhig mal drauf an und dann schauen wir mal, was noch drin ist. Ich sage lieben Dank an Niesmann Caravaning. Vielen Dank auch an euch fürs Zusehen. Und ich guck mal, was hier noch auf dem Hof steht. Hab noch einiges heute Morgen auf dem Zettel. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.